Minute ist am Versalio vorbei. Zeitlupenwiederholung. Wie knapp Niki Lauda bei diesem Überrundungsmanöver an Mario Andretti bereits herangekommen ist. Und damit ist eines ganz klar. Andretti, der Führende im schwedischen Grand Prix, darf sich nicht den geringsten Fehler leisten. Denn Niki Lauda ist unmittelbar hinter ihm. Ja, Schweden ist schon der achte Lauf in dieser Weltmeisterschaft. Rückstand von Niki Lauda auf Andretti in der Weltmeisterschaft. 20 Punkte. Bei diesem Stand muss man sich natürlich etwas einfallen lassen. Es sind ja nur noch 8 Grand Prix-Rennen ausständig, sofern der kanadische Grand Prix gefahren werden kann, wahrscheinlich als Straßenrennen in Montreal oder Toronto, wenn nicht nur noch 7 Rennen. Es hat in dieser Weltmeisterschaft 1978 schon so oft einen Umschwung gegeben, wenn man an ihn nicht geglaubt hat. Am Anfang hat es immer wieder hin und her gewechselt, Ferrari oder Lotus. Dann hat sich mit Beginn der europäischen Saison das Kräfteverhältnis eindeutig zugunsten von Lotus verschoben. Und jetzt auf einmal ist Prepem Alpha wieder da mit Niki Lauda, der Mario Andretti neuerlich angegriffen hat, und zwar in der Kurve vor den Boxen. Nicht auch der heutige Grand Prix von Schweden eine Solo-Demonstration, eine Ein-Mann-Vorstellung von Mario Andretti wird, das verdanken wir Niki Lauda, der den Grand Prix von Schweden heute spannend macht. Rekapitulieren wir die Plätze dahinter. Dritter Patrese, vierter Jones, fünfter Pettersson und jetzt Niki Lauda an Mario Andretti vorbei. Großartig, Niki Lauda hat die letzte Kurve vor Start und Ziel perfekt erwischt und hat es geschafft, an Mario Andretti vorbeizugehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob Niki Lauda es schafft, vorne zu bleiben vor Mario Andretti, der mit dem Lotus 79 momentan als unschlagbar gilt. Zeitlupenwiederholung dieses dramatischen Manövers. Niki Lauda innen, Mario Andretti außen, ist eine Spur vielleicht zu weit nach außen geraten und Niki Lauda sticht ihnen durch und übernimmt die Führung.